Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Mühle Glashütte. Schaut euch das mal an. Mühle Glashütte Seatimer Black Motion. Ganz, ganz tolle Uhr. Ganz, ganz schwer zu bekommen im Moment. Wenn ihr eine Chance habt, die zu bekommen, schlagt gleich zu. Sie ist jeden Euro wert. Ich zeige euch gleich das Unboxing. Das Review ist bereits schon seit einigen Monaten bei mir im Blog zu finden. Gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und gerne ein Like da lassen, Kommentar, Fragen auch. Ich stehe sehr gut im Kontakt zur Mühle. Alles unten in den Kommentaren. Link wie immer auch unten in der Beschreibung. Also bis dahin, bis später. Ciao. So, dann wollen wir mal das gute Stück. Nautische Instrumente, Mühle, Glashütte. Zack. Gucken wir mal, was hier drin ist. So, Serviceheft. Hier sehen wir schön eigenes Heft. Der Referenz M14180 Seatimer Black Motion. Ja. Gut, alles nur Papierwerk, aber schön verpackt hier. Gefällt mir gut. So, dann geht's los jetzt. Unser kleiner Alleskönner mit Wow-Effekt. Tada! Für ins Innere der Verpackung. Ist hier noch was drin? Ne. Passt super da rein. So, hier haben wir das Schnuckelchen. Folie ist auch drauf. So. Jetzt versuche ich mal ein bisschen näher zu kommen. So sieht es aus. Kann man schön sehen, ne? Den inneren Ring. Je nach Lichteinfall. Man sieht ihn und man sieht ihn nicht. Ich hatte die letztes Jahr 2 Wochen in Dänemark täglich um. Ja, war mein Daily Walker. Nicht dieses Modell, also nicht diese Uhr hier, sondern eine andere. Ich habe die nochmal freundlicherweise von Mühle zur Verfügung gestellt bekommen. Die ist hier nagelneu. So, haben wir hier die Schließe. Das coole Armband. Von innen ist das ganz weich. Wo man kann was sehen. Ich experimentiere mich hier gerade neu zusammen, was Licht und Setting und so weiter angeht. Ich hoffe, das passt. Ich muss hier immer so ein bisschen nach oben gucken. Hier ist das Sellita 200-1 verbaut, angepasst von Mühle. Ich hoffe, man kann alles sehen. Ja, so sieht's aus, ne? Schönes Teil. Ich lege es mal um. Bah ja. Also, ich finde sie nach wie vor mega hammercool. Ihr seht es hier mit dem inneren Kreis, ne? Also sie macht eine richtig gute Figur. Und man merkt sie auch kaum am Handgelenk. Ja.
Hier schön die Krone an der Seite. Ja, das ist eine tolle Uhr, ne? Das ausführliche Review ist online in meinem Blog, schon seit September letzten Jahres. Mit vielen coolen Bildern, die auch wirklich direkt in Dänemark, wie gesagt, ausführlich getragen und da auch ein paar coole Fotos gemacht. 2200 Euro liegt der Preis aktuell, auch schon was länger. Bin gespannt, wann es eine Preiserhöhung gibt, aufgrund der ganzen Thematiken gerade, die wir haben. Ja, Mühle deklariert die Uhr ja als Sportuhr. Und das ist sie auch. Also, muss man ganz klar sagen. Das Armband ist auch mega. Also ich konnte mich damals auch nicht von losreißen, das immer wieder anzufassen. Also auch wenn Wasser drauf geht und so, es perlt einfach ab, ne? Also nehm mal die Struktur. Das ist schon echt gut. Ihr könnt alles sehen, ich weiß nicht, wie weit ich ran kann. Hier oben schön in dunkelgrau, Mühle-Schriftzug. Hier schön der innere Ring zu sehen. Ja, ist schon eine tolle Uhr. Also, ja. Schön flach. Ja, wie würde ich jetzt wieder sagen? Hammerteil. Das Gehäuse besteht aus Titankarbid und macht es dadurch unheimlich robust gegen Kratzer, Stöße und sonstige Einflüsse, den man gerade bei einer Sportuhr täglich ausgesetzt ist. Ja, so viel von hier. Alle Spezifikationen, wie bereits erwähnt, in meinem Blog. Und wenn ihr Fragen zu habt, kommt gerne auf mich zu. Schreibt mir über Instagram oder hier in den Kommentaren. Ich kläre das direkt mit Mühle oder gebe euch so direkt eine Antwort. Ich kenne die Uhr eigentlich in- und auswendig. Und 44 mm Durchmesser habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Wie gesagt, alle Informationen, auch die Spezifikationen und so findet ihr eben online. Jetzt nochmal hier ganz kurz rein. Und alles sehen. Schön, ne? Echt tolle Uhr. Ja. Wow. Oh, ich lasse erstmal die Lünette. Ah, ganz hart und ganz fest. Ah, ist toll. Also ist wirklich. Ihr hört's, ne? Ist kein helles Klicken, sondern mehr so ein dumpfes Gluck, Gluck, Gluck. Also es ist, da ist kein Spiel, nix, das ist einfach nur Königsklasse. Ich habe schon viele andere Uhren in der Hand gehabt. Das ist hier wirklich schon Königsklasse, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig, richtig gut.